Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie zum Neueinjournal, der letzten regulären Ausgabe für 2023, bevor wir dann für zwei Sendungen ein wenig auf dieses Jahr zurückschauen wollen. Auf das Jahr, bekanntlich ein großes Festjahr für Neubrandenburg, schaut jetzt auch Oberbürgermeister Silvio Witt in seinem Grußwort zum Jahresende zurück. Liebe Neubrandenburgerinnen, liebe Neubrandenburger, unser Festjahr zum 775. Stadtjubiläum neigt sich dem Ende zu und ich würde sagen, es war ein schönes und ein erfolgreiches Festjahr mit vielen Highlights. Ich erinnere mich sehr gern an den Mecklenburg-Vorpommern-Tag hier bei uns in Neubrandenburg, an das wunderbare Vier-Tore-Fest, an die Live-Konzerte im Kulturpark, die 775 Meter lange Kaffeetafel, die Erzählcafés, das Klappstuhlkino, das Osterfeuer. Also Sie merken, es gab viele Höhepunkte und ich hoffe, Sie haben an möglichst vielen Veranstaltungen teilgenommen und haben dieses Festjahr auch zu Ihrem Festjahr gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Neubrandenburgerinnen und Neubrandenburgern, die dabei geholfen haben, die es organisiert haben, die unterstützt haben. Ohne Sie wäre dieses Festjahr nicht möglich gewesen. Herzlichen Dank dafür. Und wir haben ja noch ein Highlight, das große Silvesterfeuerwerk, die große Silvesterparty im Kulturpark steht ja noch an. Wir haben natürlich nicht nur gefeiert, Sie sehen es hier an diesem Raum, wir haben auch weiter gearbeitet. Das Rathaus ist fertig geworden, wir sind mit der kompletten Mannschaft der Verwaltung hier wieder eingezogen. Wir haben die wunderbare Stadthalle saniert und zum Beispiel den Spielplatz am Stargarter Tor erschaffen. Und wir sind immer noch begeistert, wie beim Vier-Tore-Fest er richtig gestürmt wurde von den jüngeren Neubrandenburgerinnen und Neubrandenburgern. Sie merken also, es war ein schönes Festjahr, ein erfolgreiches Festjahr. Und ich freue mich, wenn wir diesen Schwung in das Jahr 2024 mitnehmen. Für Sie, Ihre Familie, Ihre Freunde wünsche ich zunächst ein frohes Weihnachtsfest. Bleiben Sie gesund und alles Gute. Der Oberbürgermeister hatte sie schon mit in seiner Aufzählung, die Müthersche Stadthalle. Auf deren Sanierung wollen wir jetzt gleich noch einen etwas detaillierteren Blick werfen. Sie ist von innen kaum wiederzuerkennen. Neue Beleuchtung, ein neuer Hallenboden mit Fußbodenheizung, neue Lüftungs-, Heizungs- und Elektrotechnik haben der Neubrandenburger Stadthalle zeitgemäße Funktionalität und ein modernes Antlitz verliehen. Von außen hingegen hat sie, abgesehen von neuen Fensterfronten, weitestgehend ihren Charme aus den 1960ern behalten. Das hat einen guten Grund, denn die Halle steht unter Denkmalschutz. Ihre markanten Hyperschalen weisen unverkennbar auf den geistigen Schöpfer hin. Bauingenieur Ulrich Müther entwarf das Konzept. Karl Kraus zeichnete für den Innenausbau verantwortlich. Bei einem Rundgang in der frühen Phase der Sanierungsmaßnahmen konnte sich der ehemalige Bezirksarchitekt selbst vom Zustand des Gebäudes überzeugen und sich über die anstehenden Arbeiten informieren. Ich bin sehr froh, dass das gemacht wird. Es hat sich 50 Jahre bewährt, der Bau. Es sind viele schöne Erlebnisse. Persönlich, die ich hier drin habe, aber auch die Neubrandenburger haben ihren Bau lieb gewonnen. Und es ist schön zu wissen, dass er die nächsten 50 Jahre wieder Bestand haben wird. Unterstützt wurde die Stadt Neubrandenburg bei der aufwendigen Sanierung durch das Land über Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Bauminister Christian Pegel brachte 2020 persönlich den Förderbescheid in die Vier-Tore-Stadt. Das sind etwas über 2,6 Millionen Euro, die wir hier einsetzen dürfen und die hier, weil es eben eine Sportkongress-Gesellschaftshalle ist, ja dann ganz ein Stück weit die Daseinsvorsorge abbilden. Von daher dürfen solche Mittel hier nutzbar machen. Ich finde das eine wunderschöne Verbindung von dem, was Tradition ist in Europa und dem, was Europa für die Zukunft schaffen will. Von daher ist es auch ein relativ schönes Symbol, hier europäisches Geld mit hineinzunehmen. 1968 beschloss der Bezirkstag die Errichtung einer Stadthalle. Nach kurzer Planungsphase und nur 8 Monaten Bauzeit wurde das Gebäude im Oktober 1969 eröffnet. Damals als Veranstaltungssaal konzipiert, soll die Stadthalle nach der Sanierung vor allem dem Schul- und Vereinssport dienen. In einem neuen Erweiterungsbau stehen hierfür Umkleiden und sanitäre Einrichtungen bereit. Architekt Ulrich Schmidt erklärte zum Richtfest die Herausforderung zwischen Nutzungswunsch und Denkmalschutz.
Die Stadt wird sie nutzen als Sporthalle und da gibt es einfach ganz andere Forderungen an Oberflächenqualitäten, an Vorsprünge, Rücksprünge, die wir machen dürfen oder nicht machen dürfen. Und das in Einklang zu bringen, so diese ja, fast restauratorische Arbeit, ein Denkmal zu sanieren mit den Anforderungen an diese neue Nutzung, das war schon sehr speziell. Und dann ist natürlich auch energetisch ganz anders oder haustechnisch ganz anders. Wir haben jetzt eine Lüftungsanlage drin, die es früher nicht in der Form gab. Schon gar nicht in der Bauzeit und in den 90ern hat man sich da irgendwie beholfen mit verschiedenen Lösungen. Jetzt, glaube ich, haben wir da ein sehr gutes Level, was wir da fahren. Und ja, alle erwarten das Level eines Neubaus und wir bewegen uns am alten Haus. Und das zusammenzubringen, das ist immer so die Herausforderung. Noch ist der neue Hallenboden unbespielt. In den kommenden Wochen werden Neubrandenburger Vereine die ersten sein, die die neue Stadthalle auf ihre Tauglichkeit als Sporthalle testen. Darüber hinaus sollen hier ab 2024 auch wieder Veranstaltungen möglich sein. Gleich nehmen wir Sie ein weiteres Mal mit in die Globus Markthalle. Bleiben Sie dran. Frische Produkte in Bioqualität zu fairen Preisen. Individuell online zusammenstellbar. Per Lieferservice direkt vor die Haustür. Der Biomarkt Neubrandenburg. Wenn man einen Hund zu Hause hat, dann muss man am Tag mindestens dreimal raus. Und wir haben Spaß dabei. Nur der Spaß ist weg, wenn die Knie, die Gelenke wehtun. Meine Frau besorgte mir in der Apotheke Rosaxan. Ich habe es ausprobiert und für gut befunden. Endlich bin ich schmerzfrei und wir zwei können wieder draußen unsere Runden drehen. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Beiträge rund ums Wohnen in Neubrandenburg. Monatlich neu, zu sehen täglich. Hier auf Neu1, das Neuwoges-Magazin. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ob Geschenke oder das passende Festmahl, ob Feuerwerk oder Sekt zum Zuprosten. In der Globus Markthalle ist all das und vieles mehr zu finden.
Das Weihnachtsfest naht mit schnellen Schritten. Zeit, der Globus-Markthalle im Neubrandenburger Bethanien-Center erneut einen Besuch abzustatten. Hier gibt es alles, was das weihnachtlich gestimmte Herz begehrt und alles, was es braucht, um Freunden und Familie zum Fest eine Freude zu machen. Darunter natürlich auch ein reichhaltiges Angebot an Geschenkideen. Gleich im Eingangsbereich steht eine große Auswahl an Präsentkörben bereit. Beim Einkauf in der Markthalle setzt sich dieses Angebot in vielfältiger Form, Größe und Gestaltung fort. Und wer noch das Richtige für die Kinder, Enkel, Neffen, Nichten sucht, dem sei ein kleiner Abstecher in die kunterbunte Welt der Spielzeuge empfohlen. Kommen Sie gerne vorbei, lassen Sie sich inspirieren. Wir haben für die Kleinen, auch für die ganze Familie was dabei. Es fängt wirklich an von Lego, Playmobil, für die kleinen Mädchen, Barbie. Oder wenn es noch ein bisschen kühler wird, für die ganze Familie ein schönes Brettspiel. Wir haben wirklich ein komplettes Sortiment. Voller Stolz können wir sagen, auch das größte Sortiment in Neubrandenburg. Immer gern auf dem Gabentisch gesehen, ein edler Duft, ein gutes Pflegeprodukt. Auch in der Drogerieabteilung warten derzeit weihnachtliche Angebote zu attraktiven Preisen und in besonderer Zusammenstellung. Wir haben Geschenkpackungen für Damen, Herren und Kinder. Eine große Auswahl, wo für jeden etwas dabei ist. Dann haben wir auch noch hochwertiges Parfüm, was im Moment auch preisreduziert ist. Und ja, also jeder findet hier etwas in der Abteilung. Natürlich ist die Globus-Markthalle mit ihrer Vielfalt an frischen Produkten, von denen viele bekanntermaßen direkt vor Ort hergestellt werden, auch für den kulinarischen Teil der Festtage die perfekte Adresse. Und Globus wäre nicht Globus, wenn es hier nicht auch Spezialitäten aus anderen Regionen des Erdballs gäbe. So sind etwa Orangen oder Mandarinen längst Bestandteil der heimischen Festtagstradition und für viele neben verschiedensten Arten von Nüssen nicht mehr vom Weihnachtsteller wegzudenken. Im umfangreichen Sortiment der Obst- und Gemüseabteilung bleiben auch in diesem Punkt keine Wünsche offen. Haben wir noch etwas vergessen? Wie steht es nach dem Festmahl um ein gutes Glas Wein oder eine edle Spirituose? Auch hier kann die Globus-Markthalle mit einem Sortiment auftrumpfen, das in Neubrandenburg seinesgleichen sucht. Und wer sich nicht sicher ist, welcher Wein zu seinem Festrezept am besten passt, erhält hier freundlich-fachliche Beratung. Also das kommt ganz darauf an, was bei mir dann auf den Tisch kommt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Wildgericht anbieten möchte, würde ich eher einen kräftigen Chianti dazu empfehlen. Oder wenn ich lieber ein Fischesser bin, dann einen schönen Weißwein dazu. Oder auch für Geflügel, sowie den Gänse- oder Entenbraten, der gerne auf den Tisch kommt, würde ich auch gerne einen schönen Weißwein dazu nehmen. Entweder einen Sauvignon Blanc oder einen schönen Grauburgunder oder auch einen Gewürztraminer, da sind die Geschmäcker verschieden. Also ich gehe davon aus, egal was bei wem auf den Tisch kommt, wir haben definitiv den richtigen Wein dazu. Natürlich gilt das auch für den Silvesterabend, wenn zum Jahreswechsel die Korken knallen. Da haben wir diverse Sektsorten im Angebot, auch im Faltblatt. Schöne Auswahl dieses Jahr, muss ich sagen. Und natürlich auch an hochprozentigen Alkoholitäten oder auch an kleinen Klopfern, die immer gern genommen werden. Da haben wir dieses Jahr definitiv genug zur Auswahl. Schon jetzt ist in der Globus-Markthalle übrigens Silvesterfeuerwerk erhältlich. Dieses richtet sich zunächst aber an ein jüngeres Publikum. Ja, wir haben ein wunderschönes Jugendfeuerwerk im Sortiment. Es fängt an von Knallerbsen bis Wunderkerzen, Luftschlangen natürlich. Oder wenn man möchte es komplett haben, haben wir jetzt auf dem Angebot jetzt gerade drin für 9,99 € ein komplettes Jugendsortiment von Knallerbsen, Bienen. Ist für eigentlich für alle Kinder was dabei. Und man kann es wirklich mit einem guten Gefühl den Kindern weitergeben. Natürlich am besten mit Beaufsichtigung der Eltern natürlich. Ne? Und wenn es ein bisschen größer haben möchte, haben wir auch einen kleinen Vulkanischen für die Kleinen. Dass es nicht nur oben funkelt, sondern auch in den Augen. Das ist wirklich eine feine Sache. Und wenn es abends geht, in einem gemütlichen Raum, haben wir natürlich ein bisschen Partyzubehör. Von Luftschlangen bis zum Klassiker vom Wachsgießen bis Konfettikanonen. Haben wir alles dabei. Also da kann eigentlich die Feier losgehen. Ne? Pünktlich zum offiziellen Beginn des Feuerwerksverkaufs am 28. Dezember wird hier natürlich auch ein großes Sortiment für Erwachsene zur Verfügung stehen. Alles bereit also für ein schönes Weihnachtsfest und einen stimmungsvollen Jahreswechsel. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Globus-Markthalle in Neubrandenburg wünschen unseren Kunden frohe und besinnliche Weihnachtsfeiertage und einen guten Start ins neue Jahr 2024.
Rund um die Festtage und bis in die erste Woche des neuen Jahres hinein wird das Einkaufsvergnügen übrigens um eine Stunde verlängert. Ab dem 18. Dezember hat die Globus Markthalle im Bethaniencenter Neubrandenburg von 8 bis 21 Uhr geöffnet. Gute Ideen gemeinsam verwirklichen. Unterstützt aus dem Nachbarschaftsfonds. Gleich informieren und Wünsche mitteilen. Die Neuwoba präsentiert Ihnen das Wetter auf Neu 1. Machen Sie mit und verwirklichen Sie gemeinsam Ihre Ideen. Gleich informieren und Wünsche mitteilen für Unterstützung aus dem Nachbarschaftsfonds der Neuwoba. Das war unser letztes reguläres Neueinschjournal für 2023. In den kommenden zwei Wochen sehen Sie dann einen kleinen Jahresrückblick, bevor wir dann im neuen Jahr mit neuen Beiträgen wieder für Sie da sind. Bis dahin haben Sie eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund. Tschüss. Heilung durch die Kräfte der Natur. Dies praktiziert Salah M. Kisaf in seiner Praxis für arabische Naturheilmassage erfolgreich bereits seit vielen Jahren. Ich bin Heiler ab Kinderzeit. Das ist unsere Tradition. Das ist mein Vater und mein Opa und das ist in meiner Familie. Seit Jahrhunderten wird das umfangreiche Wissen um die Kisaf-Methode in der Familie weitergegeben. Die heilende Kraft der Hände stellt die Harmonie im Körper wieder her und aktiviert die Selbstheilungskräfte. Die Anwendungsgebiete sind groß. Die Patientin muss immer mitarbeiten. Mit Essen, mit Trinken, mit Bewegung, mit Übung, mit was ist mit Schlafen, was ist mit welcher Tee trinken. Ich habe gemacht einen Tee, mache die Steine in der Galle oder in Niere und so. In zwei Wochen ist weg. Täglich neu stellt das Team der Praxis, bestehend aus Salah M. Kisaf und seinen Söhnen Nava und Navares, einen wohlschmeckenden Tee aus verschiedenen Kräutern zusammen. Die gemeinsame Einnahme des Tees mit Patienten und Gästen gehört bei Kisaf zum guten Ton. Sie ist außerdem die Einstimmung in den Prozess der Heilung und unterstützt diese. Denn der Tee wirkt reinigend und gibt neue Kraft. Schon im Kindesalter lernen die jungen Kisafs das Handwerk der Familie. Auch die Söhne Salas unterstützen ihren Vater bereits im Praxisalltag. Sie sind überzeugt von den Kräften der Selbstheilung und wissen um ihre Vorteile. Weil das liegt bei uns in der Familie, seit Generationen. Das ist auch so ein Teil von Schulmedizin. Okay, aber wir machen das auf unsere Art anderes. Also nicht nur Massage, nicht nur Punkte drücken, nicht nur Nerven auslösen.
Selbst Krankheiten und Beschwerden, bei denen die Schulmedizin nur unzureichende oder keine Behandlung anbietet, nimmt sich die Praxis an. So nehmen auch Patienten teils weite Anreisen auf sich, um bei KISAF Heilung zu finden. Ich habe seit ca. 10 Jahren MS, und zwar die schubförmige Version. Das bedeutet, man bekommt halt einen Schub. In der Regel geht der fast rückstandslos wieder weg und dann hat man erstmal eine ganze Weile wieder Ruhe. Und manchmal ist es halt so, dass eben in bestimmten Situationen die Schulmedizin nicht weiter weiß. Und gerade auch jetzt war es halt wieder so gewesen, dass ich halt einen Schub hatte Anfang des Jahres und die Schulmedizin mir nicht wirklich weiterhelfen konnte. Und ich halt wirklich Huckepack hier reingetragen wurde und bin heute zur 5. Behandlung hier. Und wie Sie sehen, ich stehe auf meinen Beinen, der Rollstuhl steht wieder in der Ecke und ich bin einfach nur glücklich. Voller Dankesworte sind auch die zahlreichen Briefe glücklicher Patienten, denen Sala M. KISAF in den letzten Jahren helfen konnte. Deine Beine hochmachen. Jawohl. Noch und zurück. Du kannst erzählen, was deine Mutter hat und wann. Meine Mutter hatte einen Schlaganfall am 1.6.2020. Seitdem kann sie nicht mehr sprechen und ist halbseitengelähmt auf der rechten Seite. Das heißt, der Arm und auch das Bein war bis vor ein paar Sekunden nicht mehr beweglich. Und was die Ärzte hat gesagt? Sie wird nie wieder sprechen können und auch nicht mehr laufen können. Wie heißt deine Krankheit? Wie heißt das? MDC1A, kongenitale vorgeburtliche angeborene Muskeldystrophie. Guck mal, die linke, jetzt kommt diese, die schwere linke vorher. Jetzt kommt alles. Guck mal, ja, wie die Reste jetzt, ja. Das ist wunderbar, ja. Wunderbar, ja. Ist wunderbar, wunderbar, jo. Wie lange sind Sie keine Bewegung? 41 Jahre. 41 Jahre. Warum? Was hatten Sie vorher? Skiunfall. Ah, Skiunfall, aha. Also mit den großen Zehen, ne? Mit den großen Zehen, ja, ja, klar. Und jetzt ist es nach 41 Jahren erst einmal Bewegt. Ja, bitteschön.